Ich habe jetzt seit 2 Wochen keinen Sport gemacht. Das ärgert mich richtig, richtig doll. Aber wisst ihr, ich hatte mir erst den Finger verletzt und da habe ich, glaube ich, 2 Tage ausgesetzt. Das ist mein PC, der gerade hochfährt. Und dann hatte ich ja Husten und Schnupfen. Und das hatte ich noch gar nicht richtig auskuriert. Da habe ich mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Den hatte Vince erst und den nächsten Tag lag ich dann damit flach. Und an sowas habe ich immer sehr, sehr lange zu knabbern, auch dann so im Nachhinein. Also ich hatte da noch tagelang Migräneattacken und ba Magenkrämpfe und so. Und das ist jetzt erst seit ungefähr 2 Tagen wieder so, dass ich sagen kann, ich habe keine Beschwerden mehr deswegen. Und deswegen möchte ich heute gern wieder anfangen. Bin gespannt, ob mich diese 2 Wochen jetzt sehr zurückgeworfen haben, ob ich jetzt in den Gewichten runtergehen muss, in den Wiederholungen oder so. Ich muss jetzt mal schauen, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist heute auch wieder Wiege- und Messtag. Und gewogen habe ich mich schon. Und also. Moment. So, jetzt nochmal. Wo war ich gerade? Bei meinem Gewicht. Also, gewogen habe ich mich schon. Ihr müsst euch mal reinziehen. Ich hatte Magen-Darm. Und ich habe 1 Kilo zugenommen. Bitte was? Also. Weiß ich nicht. So. Und jetzt messe ich mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass da wenigstens wieder was runtergegangen ist. Ja, also ich melde mich gleich nochmal. Ich messe jetzt erstmal. So, also zur vorangegangen, also ich bin jetzt Woche 4. Zur vorangegangenen Woche habe ich quasi 1 Kilo zugenommen. Zu meinem Startwert wären das 2 Kilo zugenommen. Ich habe, Moment, lasst mich gucken. Brust ist gleich geblieben. An der Taille sind es 2 Zentimeter weniger zur Vorwoche. An der Hüfte 1 Zentimeter weniger und Arme und Oberschenkel ist auch so geblieben wie in der Vorwoche. Ja. Ja. ich bin halt, also ich würde mir halt wünschen, es würde irgendwie besser laufen und schneller gehen, aber andererseits, wenn ich mal schaue, ich bin jetzt wie gesagt in der 4. Woche und ich habe in diesen 4 Wochen insgesamt schon 8 Zentimeter an der Brust verloren. An der Taille sind es 5 cm, an der Hüfte 7 cm, Oberarm ist nur 1 cm, aber Oberschenkel 3 bzw. 4 cm. Also es ist auch eigentlich nicht schlecht. Ich erwarte wahrscheinlich einfach viel zu viel. Man muss mal überlegen, die Geburt von Svea ist jetzt 4 Monate gerade mal auch her. Aber es liegt halt einfach daran, dass ich mich so unwohl fühle. Und deswegen möchte ich natürlich, dass es schneller geht, damit ich mich wieder wohlfühle. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Und wir machen jetzt weiter. Und ich hoffe, ich kann die nächsten Wochen endlich mal am Stück durchziehen, dass nicht wieder irgendjemand krank wird und mich ansteckt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es so läuft. Und ich habe jetzt erstmal Push-Tag. Bei The Buddy bekommt man auch regelmäßig sogenannte Feedback-Mails. Und ich wollte diese jetzt mal mit euch zusammen durchgehen, damit ihr einfach auch mal wisst, ja, wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar ist der interessante Teil der hier unten. Hallo, liebe Julia. Glückwunsch, du bist in Phase 3 deines Projekt jetzt oder nie angelangt und dir stehen die letzten Wochen bevor. Falls du es noch nicht getan hast, schaue dir bitte die Introduction deiner Woche 7 an. Wie du weißt, geht es in der letzten Phase um deinen Feinschliff. Daher möchten wir gerne nochmal deinen Status quo erfahren und dich bestmöglich für die letzten 3 Wochen vorbereiten und deine Pläne entsprechend anpassen. Bitte schick uns dafür wieder deine Antworten auf die folgenden Fragen. Dann hat man hier 12 Fragen und die muss man halt von 1 bis 6 entsprechenden Schulnoten bzw. Ja und Nein beantworten. Und ich würde mir die jetzt einfach hier mal kopieren und mit euch zusammen beantworten. Ich finde es halt wirklich sehr, 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 sehr gut, weil man ist quasi gezwungen, das Ganze auch ein bisschen zu reflektieren und seinem Trainer, sag ich mal, oder Betreuer mitzuteilen, wie es einem geht. Man kann natürlich auch jederzeit mit The Buddy Kontakt aufnehmen und bekommt auch relativ ja, schnell eine adäquate Antwort, auch mit der man was anfangen kann. Und ich würde auch jedem empfehlen, der so ein Motivationstief zum Beispiel hat, auch dann The Buddy anzuschreiben, damit man einfach wieder neu motiviert wird und damit auch der Coach Bescheid weiß, dass es halt gerade nicht so gut läuft. Das finde ich unglaublich wichtig. Aber durch diese Feedback-Mails hat man halt wirklich auch regelmäßig Kontakt. So,
Start jetzt mal mit Frage Nummer 1. Wie fit fühlst du dich aktuell auf einer Skala von 1 bis 6? Und da muss ich leider eine 3 geben. Hast du Ermüdungserscheinungen? Sehr, 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 sehr stark. Deswegen gebe ich hier mal eine 5. Also im Moment geht es mir körperlich gar nicht gut. Also ich kann es auch nicht genau erklären. Also ich habe ständig Kopfschmerzen und Magenschmerzen und ich bin unglaublich müde. Weiß nicht so genau, woran das liegt. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder Beschwerden? Und da würde ich das jetzt nochmal aufschreiben. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Müdigkeit. So, dann die Frage. Wie kommst du mit deinem Ernährungsplan zurecht? Auf einer Skala von 1 bis 9 gebe ich eine 3. Die gebe ich meistens, weil der Ernährungsplan keine Süßigkeiten vorsieht und es fällt mir unglaublich schwer, wirklich. Wenn es eins gibt, was ist dein Hauptproblem bei der Ernährung? Süßigkeiten. Wie zufrieden bist du mit deinem Training auf einer Skala von 1 bis 6? Würde ich eine 3 geben, weil ich gerade auch arge Motivationsschwierigkeiten habe. Um wie viel Prozent konntest du dich krafttechnisch in Woche 3 bis 6 circa steigern? Ich würde sagen 10 bis 20 mal 20%. Ist immer schwer einzuschätzen, finde ich, in Prozent. Wenn es eins gibt, was ist dein Hauptproblem beim Training? Wie viel Gewicht hast du bisher verloren? Hauptproblem ist der Gewichtsverlust. Schreiben wir das mal. Hauptproblem Gewichtsverlust. Gewichtsverlust. Ach, was ist denn los heute? Hallo? Gewichtsverlust. Es geht nichts runter. Also das demotiviert mich auch unglaublich doll, dass sich beim Gewicht nichts tut. Also ich sehe es am Umfang. Bei den Umfängen tut sich wirklich so einiges von Woche zu Woche. Aber da sich beim Gewicht so gar nichts tut, demotiviert mich das extrem. Ich schreibe das auch mal dazu. Demotiviert mich. Was sagen die Maße? Finde ich okay. Finde ich wirklich okay, was da so weggeht. Hast du das Gefühl, dass du weiterhin Muskulatur aufbauen konntest? Ja, auf jeden Fall. Das merkt man einfach in den Beinen, am Po, an den Armen. Wie zufrieden bist du mit deinen aktuellen Ergebnissen auf einer Skala von 1 bis 6? Eine 4. Wo ich habe eine 5 gegeben, würde ich sogar auch stehen lassen. Ich bin nämlich gar nicht zufrieden. Also auch wenn man es an den Maßen sieht, ich sehe es halt im Spiegel nicht. Und das ist das, was für mich ausschlaggebend ist. Wie hoch ist deine mentale Kraft, Motivation für die letzten 3 Wochen auf einer Skala von 1 bis 6? Muss ich auch eine 4 geben, weil ich gerade total unmotiviert bin. Das schreibe ich mal auch so dazu. Total unmotiviert, momentan, da keine positiven Ergebnisse auf der Waage. Genau, aber das wollte ich euch zeigen, weil das finde ich ein richtig, richtig cooles Tool und das schicke ich jetzt so ab. Zack. Ich bin im Moment mega unmotiviert, was den Sport angeht, weil halt so gar nichts vorwärts gehen will irgendwie. Also am Gewicht sehe ich gar nichts, an den Maßen immer noch so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so weltbewegend viel. Deswegen habe ich mir auch abgewöhnt, mich jede Woche zu wiegen und zu messen. The Body sieht das eigentlich vor, aber ich habe es jetzt nicht mehr gemacht, weil es mich eher demotiviert, als mich zu motivieren. Ist natürlich motivierend, wenn viel runtergeht. Bei mir geht halt nicht viel runter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es daran liegt, dass jetzt die Ernährungsumstellung nicht so krass war, weil ich mich ja vorher schon ähnlich ernährt habe, oder ob ich wirklich irgendein anderes Problem habe. Also ich habe mich jetzt schon mit einigen Leuten unterhalten, die es mit der Schilddrüse haben und da hat man ja auch Gewichtsprobleme. Außerdem ist mein Hormonhaushalt auch immer noch nicht in Ordnung, also meine Tage kommen noch völlig, ja, wie sie wollen. Deswegen, ich warte jetzt erstmal noch ein paar Monate ab. Und wenn sich das aber wirklich mit dem Abnehmen, wenn es wirklich nicht funktioniert, obwohl ich Sport mache und mich richtig gut ernähre, werde ich dann wahrscheinlich doch mal zum Arzt gehen müssen und die Schilddrüse testen lassen. Falls ihr Probleme mit der Schilddrüse habt und auch das kennt mit Gewichts-, also mit Problemen bei der Gewichtabnahme, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber auf jeden Fall werde ich mich jetzt nicht mehr jede Woche wiegen und messen, sondern nur noch am Ende, bevor ich euch dann das abschließende Fazit zu The Body gebe. Mir ist etwas zu groß geworden. Ich freue mich sehr. Ich konnte heute
eine Leggings aussortieren. Das war auch die größte Größe, die ich da hatte. Und die konnte ich heute aussortieren, weil sie gerutscht ist. Bin ich sehr, 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 sehr froh. Das heißt, ich habe da eine Kleidergröße quasi weniger. Und das ist ja genau das, was zählt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich gebe gar nicht so viel darauf, was mein Gewicht sagt, sondern solche Punkte zählen halt. Dass Klamotten anfangen zu rutschen, locker zu sitzen, dass ich es anfange im Spiegel einfach auch zu sehen, beziehungsweise auch, was das Maßband halt sagt, weil vom Gewicht hat sich gar nichts getan. Gar nichts. In den ganzen 9 Wochen, die ich The Body jetzt mache, hat sich am Gewicht gar nichts getan. Wirklich nicht. Und aber wie gesagt, eine Leggings rutscht, das heißt, ich kann da die nächst kleinere Größe anziehen. Das ist schon mal immerhin etwas. Und ich werde mich dann nochmal abschließend vermessen. Und da werde ich dann sehen, was sich in 9 Wochen so getan hat. Nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, auf jeden Fall. Auch nicht so viel, wie The Body hätte bringen können, weil ich finde das Programm richtig gut. Die Ernährung ist gut, das Fitnessprogramm ist gut. Also ich glaube, es liegt, nein, ich glaube nicht, ich weiß, es liegt nicht am Programm, sondern es liegt an mir. Entweder der Stress, Hormone oder es ist doch die Schilddrüse. Irgendwas stimmt da noch nicht so richtig, dass das mit dem Abnehmen noch nicht so richtig klappt. Wer sich nochmal dafür interessiert, was für Tools The Body hat, wie das aufgebaut ist, der sollte sich das vorangegangene Abnehmen-Update mal anschauen. Das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Ich habe mich jetzt ein letztes Mal nochmal vermessen und ich wollte meine Ergebnisse mit euch teilen. Hier unten hat man dann nämlich zusammengefasst von der ersten bis zur letzten Woche, wie sich das Ganze verändert hat. Und zwar, das Gewicht ist völlig gleich geblieben. An der Brust habe ich 11 cm verloren. An der Taille habe ich 8 cm verloren. An der Hüfte sind es 9 cm. Bei dem Oberarm, an einem ist es komplett gleich geblieben. Beim einen habe ich 1 cm abgenommen. Bei den Oberschenkeln finde ich es auch noch ganz gut. Da habe ich an einem 6 cm und an einem anderen 5 cm abgenommen. Und das hier hinten, das ist mein BMI und der ist mega, mega schlecht immer noch. Ein kleines abschließendes Fazit zu The Body. Ich habe das ja jetzt die letzten Wochen gemacht und es hat mir abnehmtechnisch nicht die Erfolge gebracht, die ich mir erhofft hatte. Wobei es nicht am Programm liegen kann, weil man ernährt sich richtig, richtig gut, man macht Sport 5-mal die Woche. Daran kann es also nicht liegen, es ist also irgendwas an mir. Es kann ja zum Beispiel schon sein, dass ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe. Ich glaube, da nimmt man auch nicht so gut ab. Es kann was mit den Hormonen sein, wie gesagt, mit der Schilddrüse oder weiß der Kuckuck oder mein Stoffwechsel ist total im Arsch. Deswegen, ich glaube, also nein, ich weiß, dass es nicht am Programm liegt. Die Ernährungsumstellung ist richtig, richtig gut. Das ist halt auch keine Diät, sondern eine Ernährungsumstellung. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass man komplett auf Süßigkeiten verzichten soll, weil das kann ich einfach nicht. Das habe ich auch nicht geschafft in der Zeit. Sport hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mal was anderes wie das, was ich sonst gemacht habe. Es ist halt was, wo man sich schön steigern kann, wo man halt auch bei den Gewichten einfach auch Ergebnisse sieht, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht an seinem Körpergewicht sieht oder an seinen Maßen sieht. Es ist ein Programm, das Spaß macht, das nicht zu schwer ist, sag ich mal, weil sonst verliert man die Motivation. Und es gibt halt richtig, richtig viele tolle Tools, die integriert sind, die euch gerade auch so motivieren sollen. Und das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Dieses Rundum-Paket stimmt einfach. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die ganzen Tools erfahren wollt, die es gibt, dann schaut mal mein letztes Abnehmen-Update. Dort habe ich das alles nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. The Body verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!